Ja, guten Tag, Frau Erdmann. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Christine Erdmann, 19 Jahre alt, wohnen in Wörbach. Sie sind ledig, Sie sind Schüler in der 13. Klasse des Baden-Gymnasiums. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, wir sind nur sehr gute Freunde. Wir kennen uns schon seit der 5. Klasse. Es geht ja heute darum, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, Ute Weiland am 11. Oktober eine Böschung hinabgestoßen zu haben, mit der Folge, dass sie sich das Genick gebrochen hat und kurz darauf verstarb. Ja, ich finde das immer noch so heftig. Erst stirbt Justin im Januar und ertrinkt und jetzt stirbt Ute und jetzt soll Markus auch noch schuld daran sein, das kann ich nicht glauben. Wissen Sie, das Ganze ist halt nicht so einfach aus der Luft gegriffen. Es gibt Zeugenaussagen, ganz klare Zeugenaussagen, es gibt ganz handfeste Indizien, die allesamt gegen Ihren Freund sprechen. Das ist das Problem. Ja, aber wir waren noch eine eingeschworene Viererklicke. Ja gut. Seit Justin und Ute tot sind, sind wir halt nur noch zu zweit. Aber niemals würde einer dem anderen was Schlimmes antun. Jetzt kommen wir auf den 11. Oktober zu sprechen. An dem Tag bzw. an dem Abend waren Sie auch auf dem Volksfest in Wörbach. Hm? Ja. Und da haben Sie aber am Tag schon mal einen interessanten Anruf bekommen. Ja, und zwar, da hat Franzi mich angerufen. Das ist Utes neue beste Freundin. Und sie hat mich so gegen Nachmittag auf meinem Handy angerufen. Und nach einigem Hin und Her kam dann raus, dass sie mit mir über Ute reden wollte, weil ich sie schon so lange kenne. Und sie hat dann so gesagt, sie wäre lesbisch und in Ute verliebt. Ja, und danke schön nochmal, dass du das der Verteidigerin gesagt hast und dass es ja alle wissen. Franz, das muss ja nicht peinlich sein. Naja, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Frau Hofmeister vielleicht selbst lieber den Zeitpunkt bestimmt hätte, in dem sie so etwas ihrer Umwelt mitteilt, oder? Also, und jetzt zum Abend, Sie sind da auch zu dem Wörbacher Volksfest gegangen? Ja, aber später, weil ich musste noch auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Und zu der Zeit hat Franzi mich dann auch noch mal angerufen, so um 7, glaube ich, ja, und wollte mit mir, hat mir dann erzählt, dass Ute wohl auf ihr Coming-out nicht so gut reagiert hätte. Also so ziemlich enttäuscht hat sie ihr Klungen dabei. Wie war sie denn so drauf? War sie verärgert? War sie wütend auf Ute Weiland? Oder wie kann man das beschreiben? Ich würde eher sagen, sie war eher traurig und enttäuscht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann so um 10 bin ich dann losgefahren zum Fest mit dem Fahrrad. Und auf halbem Weg habe ich dann den Markus getroffen. Das heißt, er war schon wieder auf dem Weg vom Fest weg? Ja. Hat er Ihnen gesagt, warum er so früh schon auf dem Weg nach Hause war? Ja, er wollte noch seine Fernsehsendung sehen, Genial daneben. Ja, das stimmt. Markus schaut jeden Samstagabend Genial daneben. Wenn Sie ganz ehrlich, Herr Büring, Sie in Ihr Genial daneben ist einfach nur hier Ihr Einwurf. Übrigens überhaupt, Ihr Verhalten hier ständig reinzurufen, aber mehr auch nicht. Ne? Ihr Sohn ist abgehauen, weil er panisch war, weil er gerade mitbekommen hat, wie ein Mensch durch sein Verschulden sterben musste. Nein, ich wollte wirklich wegen der Sendung nach Hause. Aha, und worum ging es diesmal? Was waren die lustigen Begriffe, die man diesmal bei Genial daneben erraten musste? Sagen Sie es mir. Das weiß ich nicht mehr. Das läuft doch immer gleich. Die Comedians müssen so eine knifflige Frage beantworten, aber welche Fragen das jetzt an dem Abend waren, weiß ich doch jetzt nicht mehr. Natürlich wissen Sie nicht mehr, weil Sie es auch gar nicht gesehen haben. Das ist Ihr Problem. Sie waren an dem Abend sehr beschäftigt, das mag schon sein, nämlich mit Gedanken, Gedanken, die darum kreisten, dass gerade ein junger Mensch durch Ihr Verschulden verstorben ist. Nein. Bleiben wir doch mal bei der Frau Erdmann. Welchen Eindruck hat denn bei dieser Begegnung auf dem Rad der Angeklagte auf Sie gemacht? Ja, total normal, so ganz locker und gut drauf. Also nicht so, als hätte er gerade die beste gemeinsame Freundin umgebracht, richtig? Nein, nein, er hat sogar noch Pläne gemacht, dass er, Ute und ich am nächsten Tag noch bowlen gehen sollten im Zentrum. Also. Naja. Sie sind doch eine langjährige Freundin vom Angeklagten, oder? Ja, Sie nicken da so eben, deswegen kaufe ich Ihnen das auch nicht ab, was Sie hier sagen. Sie wollen doch Ihrem langjährigen Freund hier einfach nur helfen, oder liege ich da falsch? Nein, nein, es ist alles wahr, was ich sage. Was haben Sie dann vorgefunden, als Sie dann zum Volksfest gekommen sind? Ja, da war dann halt so eine Menschenmasse bei diesem Wohnwagen da hinten. Und daneben stand dann so ein Krankenwagen, wo auch Jörg stand. Und der hat so total fertig ausgesehen. Das war dann auch echt der Moment, wo ich so richtig Angst bekommen habe. Das war so ein Moment, wo man ganz genau weiß, was los ist. Obwohl man eigentlich gar nichts Genaues weiß, aber man weiß es halt irgendwie trotzdem. Ich weiß genau, was du meinst. Als die Polizisten bei mir vor der Tür standen, die brauchten gar nichts sagen. Ich wusste auch genau, was sie sagen werden. Haben Sie eigentlich Franziska Hofmeister auch gesehen?
Ja, die hat abseits gesessen, auf den Stufen von einem so einen Schausteller-Wohnwagen. Und die hat so ganz abwesend ausgesehen. Die hatte so einen geschockten Gesichtsausdruck. Da wusste ich jetzt gar nicht, was ich da... Ja, ich war geschockt. Ich meine, jetzt denkt womöglich noch die Verteidigung, dass ich sie geschubst habe. Nein, nein, also ich glaube nicht, dass Franzi es gewesen ist, aber dass Markus es gewesen sein soll, das geht genauso wenig in meinen Kopf rein. Noch Fragen? Keine. Keine weiteren Fragen an die Zeugin? Dankeschön. Dann dürfen Sie den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Peter Rampert, bitteschön. Herr Rampert, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Auch an Sie die Belehrung. Als Zeuge müsst ihr hier natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Peter Rampert, 41 Jahre alt, wohnen in Wörbach, sind verheiratet, sind Diplompsychologe, also Sie arbeiten als Psychotherapeut. Ja. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Wir sind heute hier, um zu klären, ob der Angeklagte am 11. Oktober die Ute Weiland eine Böschung hinabgestoßen hat, infolgedessen sie sich das Genick brach und verstarb. Ja, das ist wirklich eine Tragödie, zumal sie gerade auf dem Weg der Besserung war und dann... Die Ute Weiland war bei Ihnen in Therapie, in der Gesprächstherapie, glaube ich, ja? Ja, seit circa 6 Monaten. Es handelt sich da hauptsächlich um den Tod ihres damaligen Freundes Justin, der im See ertrunken ist. Hat die Ute was über Justin erzählt? Tut mir leid, aber darüber darf ich so noch weiters nicht reden. Auch wenn Ute jetzt tot ist, gilt immer noch meine Schweigepflicht. Ist es Ihnen denn so wichtig zu erfahren, was die Ute Ihrem Therapeuten, also dem Zeugen hier in der Therapie, erzählt hat? Justin war mein allerbester Freund und mir tut es immer noch weh, dass er nicht mehr da ist. Und da hätte ich gern gewusst, was sie Ihnen erzählt hat in der Therapie. Was auch verständlich ist, ne? Sie hängen einfach immer noch sehr an Justin. Er war ja wie ein Bruder letztlich für Sie. Und das ist ja auch das, was ich als Motivation hier sehe für Ihre Tat, dass er Sie zutiefst verletzt hat, Sie förmlich verrückt gemacht hat zu sehen, wie jetzt Frau Weidern plötzlich so schnell den Schalter umlegen kann und eine neue Liebe beginnt. Ich bin schon damit klargekommen. Also Moment, was das anbetrifft, kann ich hier schon etwas sagen. Ja bitte, was können Sie dazu sagen? Also ich denke auch, dass es Markus Büring gewaltig gegen den Strich gegangen ist, dass sich Ute Weiland in meinen Sohn Jörg verliebt hat. Ich habe ja selbst miterleben können, wie aufgewühlt er deswegen ist. Wann denn bitte? Das war gut eine Woche vor dem Tod von Ute, am 2.10. Da hat er sie von der Therapiestunde abgeholt. Oder besser gesagt, ihr aufgelauert. Zumindest hat es so auf mich gewirkt, als ich aus dem Fenster meiner Praxis geschaut habe. Er hat sie auf der Straße abgefangen, als sie aus meiner Praxis kam. Konnten Sie ihn auch verstehen, worüber die beiden gesprochen haben? Leider nicht oder kaum. In dem Moment ist gerade ein Müllwagen gekommen und hat vor der Haustür unsere Mülleimer geleert. Das, was ich aber verstanden habe, waren seine Worte: Lass den Scheiß, ich werde schon verhindern, dass du das tust. Moment mal, wann hast du denn Markus mit Ute gesehen? Am 2.10., am Donnerstag. Ute hatte immer montags und donnerstags bei mir Therapiestunde. Und weil ich mich an den Müllwagen, die Müllabfuhr erinnere, muss es der Donnerstag gewesen sein. Aber das war doch diese Woche, wo der Müllwagen früher kam, erinnerst du dich? Wegen dem Feiertag am 3. Oktober, da hat sich doch alles nach vorne geschoben. Wissen Sie noch, wann da der Müllwagen gekommen ist? Ja, also, ja, das war die 3 Tage vorher, am Montag. Mhm. Am Montag? Am Montag, ja. 29.09. Und hatte die Ute Weiland an dem Montag auch einen Termin bei Ihnen, Therapiestunde? Also Moment, da müsste ich nachschauen, aber... Ja, ja, sie war am 29.09. ebenfalls bei Also mir. Kann dieses Aufeinandertreffen, das Sie gerade geschildert haben, dass er sie abgeholt hat, auch schon früher gewesen sein, an dem 29. Ja, ja, das kann gewesen sein. Tut mir leid, aber mir ist es schon entfallen, dass wegen dem Feiertag sich was bei der Müllabfuhr geändert hat. Und wenn sich mein Sohn so sicher ist, dann muss es tatsächlich der 29.09. gewesen sein. Ja, aber Moment, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin mit Uta am 1.10. zusammengekommen. Wie kann dann Markus am 29.09. behaupten oder gesagt haben, dass er verhindern möchte, dass ich und Ute zusammenkommen? Na ja gut, ich meine, eine Erklärung wäre, dass der Angeklagte sich einfach schon gedacht hatte, dass sie zu dem Zeitpunkt ein Paar sind. Da muss ja nicht richtig gelegen haben. Ja, aber davor hatte Ute, ich und Ute, wir wussten es doch selber nicht. Wir haben uns ja erst am 30.09. So ist das manchmal. Aber Moment, das heißt, Sie sind sich auf einer Party am 30.09. zum ersten Mal näher gekommen? Genau, weil Markus ja nicht dabei war, weil Ute ist mir immer aus dem Weg gegangen, weil Markus mich ja nicht abkann. Und da haben wir uns halt das erste Mal länger unterhalten und hat es auch sofort gefunkt. Ja, und am nächsten Tag, also der 1.10., sind wir auch zusammengekommen. Wenn das so stimmt,
Und wenn Sie sich sicher sind, dass diese Begegnung vor Ihrer Praxis am 29.09. war, dann müssen Sie sich da vor der Praxis über was ganz anderes mit der Ute Weiland unterhalten haben, als über der neue Beziehung mit dem Jörg Rampert. Und da frage ich mich, um was ging es denn da, als Sie sagten, mach keinen Scheiß, ich werde verhindern, dass du das tust? Gar nicht. Sie interpretieren da viel zu viel rein. Ich habe mich nicht aufgeregt und der Rampart hat da bestimmt auch noch was dazu gedeutet. Sie haben sich definitiv aufgeregt. Ute hat Sie doch auf der Straße stehen gelassen und Sie sind hinter ihr hergerannt. Sie musste sich ja regelrecht von Ihnen losreißen, damit Sie sie endlich in Ruhe lassen. Aber jetzt, wo geklärt ist, dass es sich nicht um Ute und meinen Sohn bei dem Gespräch gehandelt hat, hätte ich eine Idee, worüber sich der Angeklagte mit ihr unterhalten hat. Diese Idee wäre? Es könnte sich auch um diese alte Geschichte mit Justin und den See gehandelt haben. Und wie kommen Sie da drauf? Ja, ich will nicht zu viel sagen, aber Ute hat in der Therapiestunde schon angedeutet, dass das damals mit ihrem Freund Justin auch ganz anders gewesen ist. Sie hat mich auch sehr konkret danach gefragt, ob ich wirklich über all das, was sie mir erzählt, schweigen muss. Und diese Frage hat mich schon sehr verwundert. Und selbst als ich das bejaht hat, hat sie sich allerdings nicht getraut, mir mehr darüber zu erzählen. Wie lange war das her? Das war in der letzten Therapiestunde. Wie gesagt, danach ist sie nicht wiedergekommen. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Ja, also in der letzten Woche vor ihrem Tod war Ute wirklich merkwürdig still. Also ich habe auch überhaupt nicht bemerkt, dass sie frisch verliebt ist. Und also es muss sie irgendwas unheimlich bedrückt haben. Also wenn ich das so höre, scheint sich ja alles hier um diesen geheimnisvollen Tod von Justin zu drehen. Natürlich frage ich mich dann, ob möglicherweise dieses Geheimnis der Grund war, warum Frau Weiland sterben musste. Herr Bühlen, Sie waren doch gemeinsam mit ihr, also mit Ute Weiland, mit dem Justin Hornfeld und mit Christine Erdmann zusammen in dieser Clique. Wissen Sie, was dieses Geheimnis war? Nein. Frau Erdmann, ich belese auch noch mal, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, sich selbst nicht belasten müssen. Sie waren ja alle vier gemeinsam in dieser Clique. Wissen Sie was über dieses Geheimnis? Nein. Nein. Das kam jetzt schon arg aus der Pistole geschossen von Ihnen beiden gleichzeitig. Wieso können Sie denn Nein sagen auf die Frage an Sie, ob Sie was von dem Geheimnis weiß? Klingt ein bisschen nach Zusammenarbeit, oder? Es könnte sich auch der Verdacht hier aufdrängen, Frau Erdmann, dass Sie vorhin den Angeklagten entlastet haben, weil Sie ihn vielleicht decken wollen, weil Sie beide nicht wollen, dass dieses Geheimnis hier auf den Tisch kommt. Also, ich weiß ja nicht, ob das was jetzt hier zur Sache tut, aber sie hat sich vorhin schon bei mir in der Kantine sehr genau danach erkundigt, was ich als Therapeut über meine Patienten sagen darf und was nicht. Und sie hatte auch so einen Zettel dabei, wo sehr genau drauf stand, wie es sich mit dieser Schweigepflicht eines Therapeuten verhält. Also ist was faul. Ich wüsste auch ganz gerne, was da faul ist, ne? Wissen Sie, Sie haben sich beide gerade auch immer wieder so angesehen, als wollen Sie sich gegenseitig was sagen. Frau Erdmann, was ist denn los? Christine. Ich sehe doch, dass Sie was quält. Christine, das geht hier um Ute. Hast du auch was damit zu tun? Christine, Mensch, ich dachte wenigstens, du bist ehrlich. Ute war doch eine deiner besten Freundinnen. Frau Erdmann, wenn Sie vorhin in der Kantine den Herrn Rampert so intensiv auf seine Schweigepflicht angesprochen haben, dann haben Sie doch offensichtlich Angst, dass er irgendwas ausplaudern könnte, was ihm die Ute gesagt hat. Also hatte die Ute ein Geheimnis, von dem Sie wissen und von dem Sie Angst haben, dass es auffliegt. Also, da steckt doch was dahinter. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aus. Ich kann es jetzt nicht mehr für mich behalten. Dann tun Sie es auch nicht. Richter, ich habe gelogen vorhin. Es war so, dass Markus völlig fertig war, als ich ihn auf seinem Nachhauseweg getroffen habe. Er hat mir alles erzählt. Er hat mir erzählt, dass er Ute geschubst hat. Und dass er versehentlich im Streit und dann ist sie die Böschung runtergefallen und er ist sofort hinterher, aber sie war halt schon tot. Markus, schau mich an. Stimmt das? Natürlich nicht. Was Herr Bühring, jetzt denn? Ist mal wirklich genug. Wenn ich Sie noch einmal ermahnen muss, dann werfe ich Sie hier raus, ja? Papa, du bist doch der Letzte, der an meine Unschuld glaubt. Was? Ja, hast du mich auch nur einmal gefragt, ob ich es gewesen bin? Nein. Und warum nicht? Weil du Angst hast vor der Antwort. Du hast immer nur davon gesprochen, dass ich freigesprochen werden muss. Markus, ich bin dein Vater.
Ich will natürlich nicht, dass du verurteilt wirst. Ja, aber nicht, weil du glaubst, dass ich unschuldig bin, sondern weil du es einfach nicht ertragen kannst, dass dein Sohn nicht so perfekt und makellos ist, wie du ihn gerne hättest. Deshalb hast du mich nie gefragt, was in der Nacht wirklich passiert ist, aus Angst vor der Antwort. Ich habe sie schon mehrfach gefragt, dann sagen sie es doch mir jetzt. Haben sie in der Nacht die Ute Weiland die Böschung hinuntergestoßen? Nein, nicht gestoßen. Es ist einfach so passiert. Wir haben gestritten und haben gerangelt und sie ist dann gestolpert rückwärts und die Böschung runter. Und ich bin sofort zu ihr hin und ich habe sie umgedreht und habe dauernd ihren Namen gerufen. Aber sie war tot. Und bei dem Streit, den sie zuvor hatten, ging es da wirklich darum, dass sie einen neuen Freund hatte? Nein. Nein. Bei dem Streit zwischen Markus und Ute ging es niemals um Jörg. Es ging um Justin. Justin im Eis. Um Justin? Was ist denn damals wirklich passiert? In der Nacht sind Markus, Ute, Justin und ich, wir sind in einen kleinen Drogerieladen eingebrochen. Das Fenster stand offen und es war so einladend. Wir wollten halt was klauen. Und dann haben wir aber die Polizeisirene gehört. Und wir sind getürmt und wir wollten übers Eis, über den zugefrorenen See. Und dann, Justin war ein Stück hinter uns und er ist eingebrochen. Und haben Sie versucht, ihm zu helfen? Die Polizei war schon so nah. Wir haben gedacht, dass sie Justin aus dem Eis hieven würden. Und er hat sich auch an so einer Scholle festgehalten. Und wir haben gedacht, dass er es schaffen würde, aber dann hätten wir nicht alle für den Einbruch gerade stehen müssen. Wir waren einfach bescheuert damals. Das heißt, die Geschichte, dass er alleine in den Drogerieladen eingebrochen ist, die war von vornherein gelogen? Ja, wir haben beschlossen, dass wir es niemandem erzählen. Dass der eine für den anderen einsteht. Deshalb hat Christine eben auch für mich gelogen. Haben Sie befürchtet, dass sie das nicht länger aushält, dass sie dem Therapeuten oder sonst jemandem davon erzählen würde? Ja, ich hatte wirklich Schiss, dass sie alles der Polizei erzählt. Und da wollte ich mich mit dir drüber unterhalten an dem Abend. Und wir sind hinter die Wohnwagen und da hat sich dann alles so hochgeschaut. Ja, was ist genau passiert? Ute hat gemeint, dass wir auf jeden Fall zur Polizei gehen müssen. Und weil sie könnte nicht mehr einschlafen und hätte Albträume wegen Justin. Und ich habe sie gerüttelt und habe ihr gesagt, sie soll doch vernünftig sein und dass sie uns nicht die Zukunft versauen soll. Aber dann hat sie sich von mir losgerissen und hat mich geschlagen. Und so fast wie im Reflex habe ich dann zurückgehauen. Ich habe gar nicht nachgedacht. Wie genau haben Sie zurückgehauen? So ein Schubser halt, so gegen die Schulter. Sie ist dann gestolpert und die Böschung runter. Und es tut mir so leid. Ich wollte Ute niemals wehtun. Es tut mir doch auch alles so leid. Hätte Justin damals einfach den Stich lassen dürfen. Ihr hättet auch sagen sollen, was ihr ihr angetan habt. Ich weiß, dann wäre es doch alles nicht so weit gekommen. Da haben Sie wohl recht. Noch irgendwelche Fragen? An den Herrn Rampart nicht, an die Frau Erdmann auch nicht, oder? Danke, dann bleiben beide unvereidigt. Auch der Jörg Rampart bleibt unvereidigt. Dankeschön. Nehmen Sie doch gerade bitte hinten Platz. Ja, Frau Kramer, dann hätte ich bitte gerne noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ja, gerne. Also Markus leidet wirklich sehr unter den perfektionistischen Ansprüchen in seinem Elternhaus. Und schon von klein ab standen Disziplin und Fleiß an oberster Stelle. Und vor allem Markus' Vater legt besonderen Wert auf Leistung und Stärke. Und das hat oberste Priorität zu Hause. Markus konnte sich nie erlauben, auch nur die kleinste Schwäche zu zeigen und musste immer 150% geben. Und das führt hier jetzt dazu, dass er sehr reif für sein Alter wirkt. Jedoch aus den Gesprächen mit ihm habe ich deutlich gemerkt, dass hier in seinem Fall der Schein trügt. Und die überspannten Forderungen seiner Eltern, eben in Bezug auf Perfektionismus, haben dazu geführt, dass bei ihm ein Reifehemmnis vorliegt. Und zusätzlich natürlich auch der tragische Tod seines besten Freundes hat ihn noch mal zurückgeworfen. Deshalb bin ich der Meinung, dass Markus noch keinem Erwachsenen gleichzustellen ist und schlage Jugendstrafrecht vor. Dankeschön. Hierzu irgendwelche Fragen? Nein, danke, Frau Kramer. Wir haben noch ein Erziehungsregister und Bundeszentralregisterauszug, jeweils ohne Eintrag, also sind bisher nicht vorbestraft. Dann ergeht noch ein vorsorglich der rechtliche Hinweis, dass hier auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung, § 222 Strafgesetzbuch in Betracht kommt. Noch irgendwelche Erklärungen hierzu? Keine. Weitere Beweisanträge? Auch nicht, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, die Tat verlief ja letztlich wie angeklagt. Und das Motiv, das war ein völlig anderes, wie wir jetzt wissen, als wir es zuvor angenommen hatten. Das war aber vor der Hauptverhandlung ganz sicher überhaupt nicht zu erkennen gewesen. Wir haben ja eine regelrechte Lebensbeichte bekommen vom Angeklagten, unterstützt von den Ausführungen von Frau Erdmann. Ich halte das alles für ganz, ganz glaubhaft. Es wird natürlich alles noch mal genauer beleuchtet werden müssen in einem neuen, in einem eigenen Strafverfahren. Jugendrecht, Frau Kramer, ganz klar, das sehe ich auch so, findet Anwendung. Ich denke, um eine Jugendstrafe kommen wir dann aber nicht herum.
Ich folge dem richterlichen Hinweis, das ist ja wohl nur eine fahrlässige Tötung gewesen. Dieser, ich sag mal, Schubser, was auch immer es war, ist jedenfalls nicht von der Qualität, womit wir dann zu einer Körperverletzung gelangen können. Aber am Ende ist es zum Tod gekommen und das war da an der Böschung alles erkennbar und letztlich vermeidbar gewesen für den Angeklagten. Deswegen fahrlässige Tötung. Ich komme trotzdem zu einer Jugendstrafe von über einem Jahr, 1 Jahr 3 Monate. Und da haben wir dann im Weiteren das Problem, dass wir ganz besondere Umstände brauchen, um noch zu einer Bewährungsstrafe zu kommen. Und da würde ich mich jetzt sehr, sehr schwer tun. Da sehe ich keinen Anhaltspunkt, diese besonderen Umstände noch mal genauer erklären zu können. Ich beantrage eine Jugendstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Weiland, als Nebenklägerin können Sie jetzt auch noch was sagen. Sie können auch einen Antrag stellen, wenn Sie wollen. Nein. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Frau Verteidigerin, bitte schön. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, nachdem mein Mandant hier für mich ganz glaubwürdig gesagt hat, was an dem Abend wirklich passiert ist, meine ich, dass es sich hier um einen tragischen Unfall handelt. Weder eine Körperverletzung mit Todesfolge noch eine fahrlässige Tötung kann ich deswegen meinem Mandanten zur Last legen. Wir haben doch gehört, was passiert ist. Er hatte eine Auseinandersetzung mit Ute, aber nicht wegen ihrer neuen Liebe, sondern weil Ute damit gedroht hat, zur Polizei zu gehen. Und diese Auseinandersetzung ist eskaliert. Ute hat meinen Mandanten sogar geschlagen. Er hat sich gewehrt, aber sanft gewehrt. Und wenn ich richtig gehört habe, hat er gesagt, ich habe sie leicht geschubst, im Reflex aus Versehen. Ich kann hier beim besten Willen nicht erkennen, dass mein Mandant sich hier strafrechtlich schuldig gemacht hat. Dafür muss er keine Verantwortung übernehmen. Es handelt sich, wie ich gesagt habe, um einen tragischen Unfall. Moralisch muss er natürlich die Verantwortung tragen. Und ich denke, so wie er heute geknickt auch hier sitzt, bereut er das. Und das Leben hat ihn damit genug gestraft. Ich beantrage Freispruch. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Büring, als Angeklagter können Sie sich jetzt auch noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ja, es tut mir so leid. Ich hab nie gewollt, dass Ute stirbt. Und wenn ich hätte von Anfang an ehrlich sein sollen, dann würden vielleicht Ute und Justin heute noch leben. Tut mir leid. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Markus Büring ist schuldig der fahrlässigen Tötung, Paragraphen 222 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr verurteilt, der in Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Nehmen Sie bitte Platz. Das Urteil mag im ersten Moment milde erscheinen, denn die Folge ist natürlich schrecklich. Ihre Tochter ist tot und Sie haben ja auch noch weitere Schuld auf sich geladen. Durch den Einbruchdiebstahl, wohl durch den Tod von Justin. Und dadurch, dass Sie irgendwie doch Ihr Geheimnis, die ganze Entwicklung erst ermöglicht haben. Aber es geht heute darum, sind Sie für den tödlichen Sturz von Ute Weiland wirklich verantwortlich? Und welche persönliche Schuld, wenn ja, tragen Sie denn dafür? Ja, Sie sind dafür verantwortlich, das ist ganz klar, weil es ging nicht um einen Reflex. Ein Reflex, das kennt man, wenn man mit dem Hämmerchen aufs Knie haut. Das ist eine nicht willkürlich beherrschte Handlung. Hier aber war es ein Schubser, den haben Sie so gewollt. Sie haben nicht gedacht, was aus dem Schubser wird. Aber es gibt nun mal einen Erfahrungssatz, wenn man mit einem anderen Menschen an der Böschung steht, wo es weit runter geht, dann darf man den nicht schubsen, weil es ist immer denkbar, dass der dann ins Straucheln kommt und in Stolpern kommt und darunter stürzt und auch stirbt. Und genauso war es ja in diesem Fall. Also, dafür sind Sie verantwortlich. Das ist eine fahrlässige Tötung. Wir haben zu Ihren Gunsten natürlich gewertet, dass Sie ein Geständnis abgelegt haben. Wir haben zu Ihren Gunsten gewertet, dass weder diese Tat noch dieser Tod von Justin ohne Ihr Geständnis hätte aufgeklärt werden können. Wir haben zu Ihren Gunsten gewertet, dass es eben nur ein kleiner Schubser war, der dann zu einer Verkettung von weiteren Ereignissen geführt hat. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass Ihre Schulausbildung nicht zu Ende geführt werden kann. Und deshalb haben wir auch die Jugendstrafe hier zur Bewährung ausgesetzt. Zu einer Jugendstrafe kommen wir, weil wir das auch so sehen, dass hier eine Verzögerung, eine Reifeverzögerung vorliegt. Wir kommen dann zu folgendem Bewährungsbeschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Zweitens, der Angeklagte wird während der Bewährungszeit der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt. Das ergibt sich aus dem Gesetz. Und drittens, ihm wird auferlegt, an 120 Stunden gemeinnützige Arbeit in einer Unfallklinik abzuleisten. Gegen das Urteil können Sie noch innerhalb einer Woche Revision einlegen. Der Staatsanwalt wird natürlich wegen der alten Geschichte nochmal auf Sie zukommen, sodass hier ein Urteil aus den beiden Vorfällen noch nachträglich zu bilden sein wird. Ja, Sie haben lange mit sich gerungen. Ob Sie das Geheimnis preisgeben? Ich glaube, Sie haben es richtig getan. Natürlich gibt es Geheimnisse, die man besser, wenn man keinen Ärger will, mit ins Grab nimmt. Aber es gibt eben auch solche Geheimnisse wie dieses, durch die man früher ins Grab kommen kann. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.
Christine Erdmann wurde wegen gemeinschaftlichen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall, fahrlässiger Tötung durch Unterlassen und uneidlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren mit Bewährung verurteilt. Markus Bühring wurde wegen gemeinschaftlichen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall und fahrlässiger Tötung durch Unterlassen unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren mit Bewährung verurteilt.